der ARD-Fernsehlotterie auf der Suche nach dem großen Glück. Der Weg zum Glück und reichem Lohn bleibt leider meistens Illusion. Man malt sich aus den schönsten Preis und landet schmerzlich auf dem Steiß. Ein Los der Fernsehlotterie bleibt keine leere Fantasie, denn Autos, Reisen, Häuser, Geld sind dort real bereitgestellt. Und wahr wird Ihre Träumerei, denn mit 5 Mark sind Sie dabei. Überweisungen und Einzahlungen bei allen Postämtern, Sparkassen und Banken. Konto 100.000. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hessen steht vor einem Regierungswechsel. Die vorgezogene Landtagswahl hat eine knappe Mehrheit für die Koalition von CDU und FDP gebracht. Damit kann der bisherige Bundesumweltminister Wallmann erstmals in der Geschichte dieses Bundeslandes eine von der CDU geführte Landesregierung bilden. Nachdem in Hochrechnungen selbst noch 2 Stunden nach Schließung der Wahllokale ein parlamentarisches Patt vorausgesagt worden war, gab dann vor knapp einer Stunde der Landeswahlleiter die politische Sensation bekannt. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mussten die Sozialdemokraten mit 40,2% ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Hessen seit Kriegsende hinnehmen. Gegenüber der Wahl vom September 1983 betrugen die SPD-Verluste 6 Prozentpunkte. Die CDU verbesserte sich um 2,7 auf 42,1%. Die Freien Demokraten kamen auf 7,8, ein Hinzugewinn von 0,2 Punkten. Die größten Gewinne erzielten die Grünen, die ihren Stimmenanteil um 3,5 auf 9,4% ausbauen konnten. Daraus ergibt sich für den neuen Landtag in Wiesbaden folgende Sitzverteilung: 47 Mandate für die CDU, 3 mehr als bisher, 9 Abgeordnete und damit einen mehr als bislang stellt künftig die FDP. Die Sozialdemokraten verloren 7 Mandate und haben jetzt nur noch 44. Die Grünen ziehen mit 10 Abgeordneten in den Wiesbadener Landtag ein. Das sind 3 mehr als bisher. Das bedeutet, CDU und FDP haben zusammen 56 Mandate gegenüber 54 von SPD und Grünen. Zu dem vorläufigen Endergebnis nun direkt aus Frankfurt, Günter Siefert. Die Frage, die sich heute Abend stellt, ist natürlich, woran lag es letztlich, dass so lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen gemeldet wurde und alle Hochrechnungen dies registrierten? Und woran lag es, dass ein parlamentarisches Patt in Aussicht gestellt wurde? Ganz einfach ist die Erklärung, es lag an 1502 Wählerstimmen. Das sind 0,5 Promille aller hessischen Wähler. Und da kann kein Rechner mitziehen. Da muss man das Endergebnis abwarten. Und dies kam ja erst, wurde erst vor einer Stunde veröffentlicht. Also eine so knappe Entscheidung hat es bei einer Wahl seit 1945 in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Wieder ein Novum in der Wahlberichterstattung. Wie aber kam das Debakel der SPD zustande? Wir haben versucht, unseren Rechner zu befragen und setzen hier viele kleine Steinchen zu einem Mosaikbild zusammen. Zunächst einmal, die SPD hat vor allem verloren im Ballungsraum Rhein-Main, also in der Region Frankfurt. Hier gibt es ohne Zweifel für Walter Wallmann einen Oberbürgermeisterbonus. Denn er war von 1977 bis 1986 bis zum vergangenen Jahr eben Oberbürgermeister dieser Stadt. Auf der anderen Seite haben prominente Sozialdemokraten, wie zum Beispiel Hans Krollmann, keineswegs nach diesem spannenden Wahlkampf irgendetwas für sich gewinnen können. Denn sie haben in ihren Wahlkreisen zum Teil noch stärker verloren als die Sozialdemokraten insgesamt im Landesdurchschnitt. Für die prominenten Kandidaten der FDP und der Grünen gilt, dass sie sehr wohl ihre Klientel zu aktivieren wussten. Das gilt für Wolfgang Gerhardt, Vogelsberg, ebenso wie Joschka Fischer in Frankfurt.
Gerhard konnte sogar 13% der Stimmen in seinem Wahlkreis für sich, für die Liberalen, verbuchen. Zum Debakel der SPD beigetragen haben ebenfalls innerparteiliche Querelen, das hat sich herausgestellt, dass in den Regionen, wo solche Auseinandersetzungen zwischen Flügeln der SPD nach außen getragen wurden, dass solche Auseinandersetzungen wirklich wie ein Bumerang gewirkt haben und der Partei geschadet haben. Die Diskussion über kerntechnische Anlagen, eines der ganz wichtigen Sachfragen in der Vorbereitung im Vorfeld dieser Wahl, ja auch Schuld am Auseinanderbrechen der rot-grünen Koalition und auch Fragen des Umweltschutzes, haben bei dieser Wahl keineswegs der SPD genutzt. Hier hat die SPD ebenfalls schwach abgeschnitten, aber dies alles kam den Grünen zugute. Soweit einiges, ich habe gesagt, einige kleine Steinchen, die sich langsam zu einem Bild fügen. Und zu weiteren aktuellen Interviews gebe ich jetzt weiter zum Hessischen Landtag nach Wiesbaden. Ja, bis vor einer Stunde war alles hier noch spannend. Herr Dr. Wallmann, vor einer Stunde hatten Sie die Wahl gewonnen, aber Sie waren nicht der Wahlsieger. Es hat sich alles geändert. Sie werden Ministerpräsident in diesem Lande. Haben Sie eigentlich mit diesem Ergebnis, wenn Sie die Wahlprognosen anschauen, die noch vor einer Woche, vor zwei Wochen gelaufen sind, haben Sie mit diesem Ergebnis überhaupt in Ihren kühnsten Träumen gerechnet? Also ich erkläre mich im Anschluss nicht klüger, als ich es vorher gewesen bin. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es dieses Wahlergebnis geben würde. Ich habe darauf vertraut, dass eine klare Wahlkampfaussage, die meine politischen Freunde und ich getan haben, keine Anpasserei auf die Menschen zugehen, ihnen zu sagen, warum man was will, dazu führen wird, dass wir angenommen werden. Aber es wäre einfach unverantwortlich und unehrlich, jetzt zu erklären, ich hätte dieses Wahlergebnis vorhergesehen. Das ist nicht so. Ich war davon überzeugt, dass wir ein gutes Wahlergebnis erreichen würden. Herr Dr. Wallmann, knapp vor 4 Jahren sind Sie ja mit der gleichen Koalitionsaussage in den Wahlkampf gegangen. Das heißt, Koalition mit der FDP, wenn es denn gereicht hätte. Es hat damals nicht gereicht. Es gab eine sogenannte oder Leihstimmenkampagne für die FDP. Darauf haben Sie in diesem Jahr ganz bewusst verzichtet. Hat Ihnen das die nötigen Stimmen gebracht, die Sie gebraucht haben, um jetzt hier heute Abend als Sieger zu stehen? Ich glaube, dazu sind zwei Dinge schlicht und einfach zu sagen. Es ist ein ganz deutlicher Stabilisierungserfolg der FDP. Die FDP steht in einer anderen Situation als damals 1983. Und zweitens, die Politik von Helmut Kohl, die ja den Menschen viel abverlangt hat aufgrund der Situation damals 1983, das Erbe der Regierung Schmidt, hat uns natürlich deutlich entgegengeschlagen. Uns ist der Wind ins Gesicht gestanden. Diese Regierung mit unglaublicher Zähigkeit ihre Aufgaben erfüllend, hat inzwischen im Bewusstsein auch der Menschen eine unglaubliche, erfolgreiche Arbeit geleistet. Das ist für uns natürlich positiv dazugekommen. Also, es sind nicht nur wir gewesen, es sind viele, viele Umstände gewesen, die zusammengewirkt haben. Und ich möchte mich hier nicht hinstellen und den Eindruck vermitteln, ich wäre hier der Größte, davon kann überhaupt keine Rede sein. Sondern meine politischen Freunde und ich, wir haben hart gearbeitet und die Menschen haben verstanden, dass wir es ehrlich meinen. Herr Dr. Wallmann, die Atompolitik hat ja im hessischen Wahlkampf eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sie haben da ganz dezidiert andere Positionen eingenommen als die SPD und die Grünen. Sachlich gefragt, werden Sie die Verfassungsklage, die Ihr Vorgänger ja angestrengt hat, gegen die Plutoniumwirtschaft, werden Sie aufrechterhalten oder werden Sie zurücknehmen? Nein, ich habe ja doch mit aller Deutlichkeit auch in diesem Wahlkampf gesagt, warum wir diese Haltung, sagen wir die allerjüngste Haltung, der hessischen Landesregierung nicht akzeptieren können. Herr Dr. Metz, ich muss daran erinnern, 12 Jahre lang sind Bundes- und Landesregierung in dieser Frage einer Meinung gewesen. Ich muss sagen, dass die hessische Landesregierung seit 1968 Alkem hier in Hessen hat, nämlich in Hanau. Und es hat ja eine ganze Menge von Menschen gegeben, die gesagt haben, aber vor einem Wahlkampf, vor einem Wahltag darf man sich nicht festlegen. Ich bin immer der Meinung gewesen, man muss den Menschen sagen, warum man was für richtig hält und man darf da nicht wackeln. Deswegen ist doch ganz eindeutig, die Position, die wir einnehmen in einer neuen Regierung, ist die, die immer eingenommen worden ist, die dann nur plötzlich, nachdem diese rot-grüne Koalition tatsächlich oder angeblich, lasse ich jetzt dahingestellt, zerbrochen ist, von der SPD plötzlich verändert worden. Ich kann also mit anderen Worten aufbauen auf den ersten Teil Errichtungsgenehmigungsentwurf,
der von der hessischen Landesregierung 161 Seiten stark vorgelegt worden ist. Ich bedanke mich erstmal. Der zweite Wahlsieger des heutigen Abends, Herr Dr. Gerhard von der FDP. Herr Gerhard, die Koalition ist beschlossene Sache. Im Wahlkampf haben Sie aber auch unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es keine Koalition mit der CDU um jeden Preis gibt. Welchen Preis sind Sie nicht bereit zu zahlen? Wir haben ein bestimmtes Profil der hessischen FDP im Wahlkampf vertreten. Wir sind damit erfolgreich gewesen in einem Wahlkampf, bei dem die Union zugenommen hat, in einer dramaturgisch interessanten Situation. Wir haben uns stabilisiert. Wir legen Wert auf die Anknüpfung an eine Wirtschaftspolitik für mittlere und kleinere Unternehmen, die die Struktur des Landes bestimmen, in der Nachfolge von Heinz-Herbert Karre. Wir wollen eine Hochschul-Forschungsförderungspolitik wieder machen, die uns im Wettbewerb gegen andere Bundesländer sichert. Wir wollen eine regionalisierte Agrarpolitik einleiten. Wir wollen in der Verkehrspolitik die strukturschwachen Gebiete wieder anbinden in Hessen. Das wird das Profil der FDP sein. Das haben wir auch beschlossen. Und das wird Grundlage der Koalitionsverhandlungen von unserer Seite sein. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, unabhängig von Einzelthemen, dieses Land hat jetzt endlich Anspruch auf eine stabile und zuverlässige Regierung. Diese Koalition von SPD und Grünen ist nicht wiedergewählt worden, weil ich behaupte, dass die Bürger das erkannt haben, dass sie einen Mindestanspruch an Zuverlässigkeit haben. Und deshalb werden wir das gemeinsam alsbald verabreden, auch zügig verabreden. Das wird kein Hickhack und kein Gezerre in Koalitionsvereinbarungen geben. Und wir werden alsbald eine stabile Regierung bilden. Sie rechnen also mit problemlosen Koalitionsverhandlungen? Es muss nicht problemlos sein. Man muss die Probleme bewältigen. Man muss zu Kompromissen fähig sein. Und man muss sich zu einer sinnvollen Politik verabreden. Wir wollen, Herr Wallmann und ich, in Hessen einmal das Beispiel einer attraktiven, innovativen und zukunftsgerichteten bürgerlichen Koalition geben. Das wird auch die Mehrheit über diese Legislaturperiode hinaustragen. Kurze Frage, kurze Antwort, Herr Gerhard. Wir haben es eben gehört. Ein hauchdünnes Ergebnis. Richten Sie sich dennoch auf 4 Jahre Regierungszeit ein? Das Ergebnis gilt es zu verbreitern. Wenn man einmal einen Anfang macht und durch überzeugende Regierungsarbeit in die Zukunft hineingeht, ist das jetzt ein knappes Ergebnis, das aber größer werden kann. Die Sozialdemokratische Partei wird nach diesem Ergebnis einige Überlegungen anstellen müssen. Sie muss doch klar erkannt haben, dass